Hallo, meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus dem verschneiten Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo. Heute habe ich euch mal ein riesen Set mitgebracht, wie ihr hier seht. Ich habe fast keinen Platz da. Es ist die 75936, das Jurassic World Tour und den kleinen Oschi hier, den T-Rex. Es ist aus dem Film Jurassic Park, aus dem ersten. Nicht Jurassic World, wie hier auf der Verpackung da steht. Hier übrigens die Schachtel, die ich euch gleich mal so, die muss ich nicht wirklich näher bringen. Hier die Rückseite. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Was auch cool ist, hier hat es auch ein paar exklusive Figuren drin, die aber alle eben aus dem Jurassic Park Film sind. Also der schon vor einigen Jahren gedreht wurde. Ich liebte diesen Film, ich liebe ihn immer noch. Habe den natürlich auch geschaut, als ich das zusammengebaut habe. Und ja, also toller Film, tolles Set, so viel schon mal von meiner Seite. Ich stelle jetzt hier die Schachtel mal weg, weil die nimmt doch sehr viel Platz weg. Kommt hier nicht meine Katze. So. Dann stelle ich das auch mal auf die Seite, dass ich hier ein bisschen Platz habe. Und den hier auch. So, dann was bekommen wir hier? Wir bekommen hier zwei Anleitungen. Das ist die Anleitung 2. Hier wird das Tor gebaut. Das Ganze hat, glaube ich, irgendwie um die 3000 Teile herum. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber man baut sehr lange daran auf jeden Fall. Hier auf der Rückseite, ja, sieht man nicht mehr so viel. Insgesamt 242 in dieser Anleitung Seiten. Und hier haben wir 210 Seiten. Was hier auch cool ist, hier wird am Anfang noch ein bisschen was zu den Figuren, zu den Szenen, die ihr dann noch seht, geschrieben. Auch zu den, wie man da drauf kam, dass man das so baut und so weiter vom Designer. Und was auch cool ist, eben hier im ersten Heft wird der Dino gebaut und schnell schauen, hier. Wie ihr das vielleicht noch aus dem Film wisst, der Dino wird ja mit DNA vom Frosch gemacht. Und hier im Dino wird ein Frosch eingebaut. So ein cooles kleines Detail, den sieht man nicht mehr, da müsste man alles wieder aufmachen, der ist wirklich hier mittendrin. Aber er ist hier eingebaut, weil der Dino, der T-Rex, ja Frosch-DNA hat. Ja, was wir auch. Oh, jetzt hat das Grasen hier. Schnell wieder anmachen. Das hier sind die Figuren mit einem schönen Stand und einer Plakette. Die ist allerdings ein Kleber. Aufkleber. Hier die Figuren, die euch wahrscheinlich alle sehr bekannt vorkommen. Die man so im Film ja auch sieht. Die Namen der Figuren. Das hier ist Dennis Nedry, das ist der Schauspieler spielt auch bei Seinfeld mit. Das ist der, der diese Embryonen oder was auch immer das waren, geklaut hat und den Computer manipuliert hat. Dann haben wir Dr. Alan Grant, das ist der hier. Dann Ellie Sattler, das ist sie hier. Dann John Hammond, der Besitzer vom Jurassic Park. Ray Arnold, der Doktor, gespielt glaube ich von Samuel L. Jackson. Und Ian Malcolm, der hier, der ja ein Reporter, glaube ich, spielt in diesem Film. Ja, also man bekommt natürlich Pakete, wo man das dann auch schön hinstellen kann. Und dann kommen wir zum Großen, zum Dino. Also er ist wirklich sehr massiv.
kann den auch wirklich, also man kann da alles Mögliche verstellen. Man kann den Schwanz so richten, wie man will. Man kann hier auch das Maul, den Kopf. Also ist wirklich sehr beweglich. Muss halt nur schauen, dass er auch noch, dass man ihn nicht so einstellt, dass er nicht mehr steht. Aber eben, wenn man da so das Gesicht und den Kopf anschaut, mit den Zähnen, also der ist schon recht cool. Eben hier hat er auch noch Arme, kleinere. Und hier eben Schwanz, den man hier über die Gelenke irgendwie verstellen kann, wie man das halt dann möchte. Und man kann auch die Beine, also man kann auch da, wenn das er hier vom Boden was aufnimmt oder halt wirklich so in die Luft, in die Höhe. Und ja, was halt ist, wenn man die Beine so verstellt, dann steht, wird er nicht mehr stehen, also nicht mehr alleine, sondern halt einknicken, weil das halt dann von der Schwerkraft her nicht mehr passt. Aber eben, ich habe da, glaube ich, am Dino etwa, ja, was war das, 4-5 Stunden waren das sicher, wo ich da nur am Dino gebaut habe. Also das ist wirklich alles Brick-Build. Und wenn man das eben so am Schluss sieht, ein toller Bild. Also hat mir sehr Spaß gemacht. Und ja, meine, die Dinos, die sonst Lego macht, diese sind meistens aus 2-3 Teilen, die man noch zusammenstecken muss, und dann hat man einen großen Dino. Allerdings nie so groß. Und eben hier bildet man einen, baut man einen aus wirklich Lego-Teilen, und das ist halt das Coole daran. Und wenn man das Resultat dann sieht, ja, der ist, ich finde den super. Also mir gefällt der. Ich stelle ihn jetzt mal hier nach vorne, damit ich noch Platz habe für das Tor. So erinnert ihr euch vielleicht, da fuhren da die Leute hier mit dem Chip rein und das Tor ging auf. Es gibt hier einen Kurbel, wo man das Tor aufmachen kann, zeige ich euch dann später noch. Aber wenn man das nur schon sieht, also das ist auch sehr massiv, sehr groß. Ich sage es auch noch ein bisschen näher. Es hat auch von vorne sehr viele Details. Und es ist auch schwer, muss ich wieder abstellen. Drehe es jetzt mal um. Im Vorne hat er dann noch viele Pflanzen und alles Mögliche. Und das hier ist dann die Rückseite. Hier seht ihr, hier ist die Kurbel. Kann man so aufmachen. Und so machen. Ja, und dann hat es hier jede Menge Räume. Muss ich schnell schauen, was wir hier haben. Fangen wir hier unten an. Hier diesen Raum, das ist der Raum, da kommt auch noch die Hand raus, wenn ihr euch erinnert, eben da sieht man auch die Hand von Samuel L. Jackson. Da musste man den Generator wieder anwerfen und der wurde ja da getötet und da hing dann nur die Hand runter. Hier, das ist der Raum, der Computerraum, wo sie versucht haben, das Ganze wieder herzustellen, dass es wieder funktioniert. Und hier oben die Toilette. Da sprang ja einer hin und wurde dann vom Dino gefressen, als er auf der Toilette saß. Hier auf der anderen Seite. Schauen, was wir hier haben. Ja, genau. Fangen wir hier oben an. Hier ist das, wo der Bösewicht dann runtergerutscht ist und dann vom Dinosaurier, vom Kleinen, ja, angefallen wurde. Da muss ich auch noch was zeigen zur Figur. Und dann hier, wo ja der Inhaber des Parks, also seine Kinder vermisst wurden, also seine Enkelkinder vermisst wurden, dann das Eis gegessen hat. Das Eis steht auch noch da. Und hier unten war dann die Kammer, wo sie da, die Sicherheitskammer, der Bunker, wo sie dann da geharrt haben, ausgeharrt haben, bis dann Hilfe kam. Hier oben ist noch ein Ei, wo man sieht, dass eben die Natur ihren Weg findet und selbst auch, ja, sich reproduziert. Ich habe hier was verloren. Kommt wieder hier hin.
Ja, ich zeige euch jetzt die Figuren nochmals ein bisschen genauer. Alter. So. Schauen, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Nee. Also ist halt ganz cool, weil sie, eben diese Räume, die sind hier im Tor verbaut. Und natürlich kann man da überall jetzt eine Minifigur reinsetzen. Und ja. Weil, ja, ich finde das recht cool gemacht. Also so haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Eben, das ist schon recht massiv. Da habe ich auch ein paar Stunden dran gebaut an diesem Tor. Ich stelle das auch mal ein bisschen weg. Kommen jetzt nochmal zu den Minifiguren. Weil wie ihr hier da ja seht, das ist eben der Bösewicht, wie heißt der schon wieder? Dennis Nedry. Und der hat ja im Gesicht, wurde ja der von so einem kleinen Dino da angespeit. Und da sieht man in seinem Gesicht, wie dieser Schleim von diesem Dino noch im Gesicht ist. Der hat aber auch noch ein anderes Gesicht. Das zeige ich euch auch noch. Das sieht dann so aus. Also, eben sehr viele coole Details. Stelle ich den wieder hin. Bei den anderen, die haben glaube ich keine zweiten Gesichter. Doch hier, der Doktor hat auch noch eins. Der übrigens auch sehr schöne dual gemoldete Beine hat. Das erste Gesicht und hier das zweite. Und eben wenn ihr die Füße anschaut, also die Beine anschaut, sind dual gemoldet. Sehr cool, sehr schön gemacht. Sehr hochwertig. Der hat, glaube ich, auch noch ein zweites Gesicht, genau. Zeige ich euch auch gleich noch. Das ist das erste Gesicht. Und das zweite. Ja, keines natürlich. Sie hat aber auch zwei Gesichter. Eben auch hier ein Gesicht. Das andere auch hier die Beine cool dual gemoldet. Also hat ein paar sehr schöne Minifiguren, die man auch im Film wiedererkennt. So. Und eben sehr viele Details, die hier verbaut sind. Und eben halt den coolen Dino hier. Also eben der Bauspaß hier an diesem Set ist riesig. Also ich fand ihn sehr gut. Mal schauen, hat sich was verklemmt. So. Sehr großen Bauspaß. Sehr viele Geschichten, die man aus dem Film kennt. Wenn man den Film natürlich mag. Das ist natürlich Voraussetzung. Dann, also es ist für mich eines der besten Jurassic World oder Park Sets, die Lego überhaupt gemacht hat. Eben, mein Dino, der ist der Wahnsinn, den finde ich absolut geil. Und das Tor mit diesen Details dahinter, ja, toll gemacht. Also klar, was noch fehlt, wäre hier natürlich wär cool, wenn man hier noch ein Auto hätte, das hier durchfahren könnte, weil die Spuren hier fürs Auto sind gemacht, aber es ist kein Auto dabei. Das fehlt leider noch. Auch ein paar Minifiguren mehr wären sicher cool gewesen. Eben die Kinder zum Beispiel. Auch der Anwalt, der da noch gefressen wird. Oder da der Jäger, der da nicht dabei ist. Man hätte hier sicher noch ein paar Figuren mehr machen können. Aber für mich eben Preis-Leistung bei diesem Set finde ich okay. Wenn man das noch eben vielleicht mit 20% Rabatt kaufen kann, dann macht man hier eigentlich nichts falsch. Eben bekommt sehr viele coole Teile auch, wenn man das ausschlachten möchte. Gerade eben hier beim Dino sieht man ja alles schön in Braun, Tan, als Dark Tan und Dunkelbraun und noch ein bisschen Grau. Also, und auch hier alles schön in Grau, viele Pflanzen, ja, Braun. Also man bekommt gescheite Teile, die man auch für was anderes brauchen könnte, wenn man das dann nicht mehr möchte, dieses Modell hier. Aber bei mir wird dieses Modell nie abgebaut, das steht so auf einer Kommode, weil das ist so repräsentativ. Und wenn irgendjemand diesen coolen Dino sieht, der ist, und den Film auch mochte und den kennt,
ja, dann ist man sofort hin und weg und ja, also, er ist halt mächtig, schwer, also der, eben, der wiegt auch was und eben also seine Länge. Ja. Also ich bin begeistert von dem Set. Wie findet ihr das Set? Habt ihr das auch? War es euch zu teuer? Oder mögt ihr den Film nicht? Schreibt mir doch in den Kommentaren, wie ihr dieses Set findet und ob ihr das euch auch noch leistet oder schon geleistet habt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und ein Abo, wenn ihr Lust habt, wenn ihr noch keines habt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Dinosauriern und einen schönen Tag und bis bald.